Die größte Auswanderung war nach Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebte in Mekka 13 Jahre. Sie haben ihn gefoltert, sie wollten ihn am Ende töten, dann hatte er keine andere Möglichkeit, außer dass er Mekka verlässt. Als er in Medina war, der hat Verträge mit anderen Religionen gehabt. Mit Juden hat er Vertrag, Friedenvertrag sofort gehabt. Die Juden dürften mit ihm leben und er mit den Juden und sie dürften handeln und sowas. Es gab kein Problem für uns. Ach, wir wissen, dass sie Juden sind, aber die könnten unter uns leben. Nicht, dass man die anderen bekämpft, aber unter bestimmten Bedingungen, dass man die Medina schützt und dass man treu zueinander bleibt. Und 8 Jahre danach hat man Mekka befreit, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka befreit von Götzendienerei, von Sklaverei, von Unheil, von Unmenschlichkeit, von diesen schlechten Eigenschaften, die die Mekkaner gehabt haben. Und dann 2 Jahre. Und hier, barakallahu fikum, könnte man viel erzählen, ja? Diesen Eckdaten jetzt. 3 Jahre später hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Abschiedspilgerreise und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Salawatullahi wasalamu alayhi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Mensch, aber er ist Gesandter Allahs. Und wenn er gestorben ist, dann bleibt seine Sunna. Einige Beispiele aus seinem Leben. Des Verkünder frohe Botschaft und Warner vor der Hölle. Salawatullahi alaihi wasalam. Und hier kannst du 2, 3 Beispiele nennen. Beispiel 1. Nennst du das Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mein Gleichnis und ihr ist wie eine Person, die Feuer gezündet hat und dann kamen die Motten und die Tiere und sie wollten rein und er will nicht, er sagt, nein, geht zurück, aber die wollen unbedingt in die Hölle. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der versucht uns von der Hölle zu retten und von der Hölle wegzuschicken, aber wir wollen unbedingt in die Hölle, indem wir Unglaube haben, indem wir das Schlechte tun und indem wir sündigen. Zweitens, man konnte Ihnen noch ein Beispiel erzählen, und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, mein Gleichnis und ihr ist wie ein Mann, der Haus gebaut hat und der hat die Leute, der hat einen Aufrufer geschickt, dass er die Leute zu Essen einlädt. Derjenige, der gekommen ist, der hat von diesem Essen gegessen, von diesem Früchten gegessen. Derjenige, der das nicht gemacht hat, ist draußen geblieben. Und das ist diese Religion und das Paradies und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ihm folgt, kommt ins Paradies, wer nicht, dann hat verloren und er wird von den Früchten des Paradieses nicht essen. Barmherzigkeit für alle Welten war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seine Barmherzigkeit war nicht nur für die Menschen, sondern das war auch für die anderen. Der war Vollendung des Prophetentums sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, auch Jesus übrigens, in der Bibel sagte Jesus, Friede sei mit ihm. Der sagte, es gibt einen Stein. Es gibt einen Stein. Alle Bauarbeiter wollten diesen Stein an seine Stelle nicht bringen. Und das ist geblieben. Eckstein ist das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Propheten, wir sind das Gleichnis von Propheten, ist wie ein Haus. Man hat das fertig gebaut, außer Stelle eines Steines. Man hat das nicht an die ihre Stelle gebracht. Ich bin dieser Stein. Allahu Akbar, wie schön das ist. Ja, Erleichterung in der Religion hat er uns gebracht. Er hat viel erleichtert, was schwer bei den anderen war. Er hat Menschenrechte und Toleranz, sallallahu alaihi wa sallam. Weil er die Sklaven wie die Herren gemacht hat. Und er hat die Araber oder die anderen gleichgestellt. Es gab keinen Rassismus, keinen Nationalismus. Es gab für die Frauen auch Rechte. Und da könnte man über Frau vor dem Islam und Frau nach dem Islam sprechen. Sie durfte nicht erben, sie darf erben. Sie hat die Möglichkeit nicht gehabt, ihre Meinung zu äußern. Nach dem Islam könnte sie das machen. Sie könnte zwangsverheiratet werden, nach dem Islam durfte das sie nicht. Oder durfte man mit ihr das nicht machen. Es gibt keinen Zwangheirat. Und hier konntest du ein paar Sachen sozusagen erklären. Wir haben keinen Zwangheirat. Wir haben diese Ehrenmorde und so alles nicht. Es gibt auch Rechte für die Tiere. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns von einer Frau erzählt, die in die Hölle kommt, weil sie eine Katze getötet hat. Und der hat einmal gesehen, ein Vogel, der fliegt, dieses Vogel fliegt, der hat gesagt, wer hat die Küken von dieser Mutter weggenommen? Dann hat ein Sahabi gesagt, ich, der hat ihm gesagt, gib ihr das zurück. Man faja'a hadihi bi baniha, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Worte auf Deutsch, die sind sozusagen schwer zu übersetzen. Also wer hat bei ihr Katastrophe gemacht?
dass man ihre Küken weggenommen hat. Sagte, gib zurück! Und der Prophet hat uns von einer Frau erzählt, die ins Paradies kommt, weil sie einen Hund zum Trinken gegeben hat. Wenn die Tiere Rechte haben, dann was sagen wir bezüglich Menschen? Wir wollen niemanden töten, wir wollen niemals Schlechtes oder Unheil stiften, wir wollen hier Frieden. Und wir wollen Rechte für alle Menschen und für alle Geschöpfe. Das ist unsere Religion. Deshalb war der Prophet menschlich. Und er hat die Menschlichkeit bestätigt in seinem Leben. Durch sein Verhalten und durch seine Verträge mit den anderen. Die Standhaftigkeit. Man hat die Sahaba gefoltert und man hat sie getötet. Und der Prophet sagt, zeigt Geduld. Und er hat niemals erlaubt, dass die Leute in Mekka Schwerte tragen oder etwas machen. Und er hat viele Prophezeiungen sallallahu alaihi wa sallam, uns erwähnt und genannt. Und man könnte von Prophezeiungen sprechen, von verschiedenen Sachen und wissenschaftlichen Dingen. Der Prophet hat uns auch zur Integration gerufen, übrigens, wenn man das nicht weiß. Wir wollen eine gerechte Integration, aber welche Integration? Der Prophet sagte, der Muslim, der mit den Leuten zusammenkommt und der zeigt Geduld, wenn sie auch ihm Schlechtes tun, ist besser als der Muslim, der sich abschottet und der verlässt die Leute. Das ist ein Zeichen für Integration, aber eine gerechte Integration. Eine Integration, die besagt, die Muslime und die Christen und die Juden sind auch gleich und die Religionen sind gleich und wir wollen Gleichstellung mit anderen Religionen. Aber wieso gibt man uns das nicht? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam starb in Medina, obwohl er in Mekka geboren war und er hat Mekka am meisten gemocht, aber trotzdem ist er in Medina geblieben. Damit er uns zeigt, dass wir die Fähigkeit haben, woanders zu leben als in unseren Ländern oder Heimat. Und jetzt kommen wir zu etwas Wichtiges, und zwar, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Neues für die Welt gebracht? Weil vor 2 Jahren eine Person diese Frage gestellt hat. Eine angesehene Person in der Welt, die hat diese Frage gestellt. Wer ist diese Person? Der Papst. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebracht? Ja, er hat viel gebracht. Natürlich, das sind viele Sachen, barakallahu fikum, da kann man das auf Internetseite herunterladen bei www.arrahmanmoschee.de und da geht man zu Presse, unter Kategorie Presse und unten gibt es 10 Antworten auf die Frage von dem Papst Benedikt der 15. Wie heißt der Benedikt, der 15. 17. ist mir egal, auf jeden Fall. Der hat diese Frage gestellt, was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebracht? Der hat so viele Sachen gebracht. Das sind viele Punkte, die man hier gesagt hat, barakallahu fikum. Und der letzte davon, der Prophet Muhammad, Friede und Heil auf ihm, brachte der Menschheit ein vollkommenes Konzept der Brüderlichkeit zwischen den Menschen. Und er berichtete, dass es keine Bevorzugung unter den Rassen der Menschen gibt. Alle sind in ihrer Schöpfung, ihren Rechten und ihren Pflichten gleich. Er bot auch die Möglichkeit, unter seinen Gefährten durch den Dienst für die Religion und ihre Zugehörigkeit einander gleich zu sein. So war unter ihnen Suhaib der Römer, Bilal der Abessinier und Salman der Perser Seite an Seite mit ihren arabischen Brüdern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auch Christen und Juden und andere Religionen ihre Rechte gegeben und er hat gesagt, ihre Würde, ihre Kinder, Vermögen und so weiter, das ist alles unantastbar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat der Menschheit ein Beispiel gegeben, was bedeutet, dass du menschlich bist, was bedeutet, dass du barmherzig bist, was bedeutet, dass die Frauen ihre Rechte bekommen, was bedeutet, dass du deine Natur auch erlebst in deinem Leben. Und das sind viele Punkte, die kann man barakallahu fikum dort sozusagen zu lesen und vielleicht bringen und barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das ist so eine Art Erklärung, wie man über den Islam sprechen kann und was man sozusagen den Leuten erklären kann.